Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stellaris. Im letzten Part hat uns das Fallen or Awakened Empire endlich mal angegriffen. Und ja, es will uns tatsächlich platt machen, unglaublich. Wir haben ein paar technische Druiden gleich fertig. Dann kann ich mal gucken, was wir als nächstes alles machen können. Er hat angefangen, meine Welten platt zu machen, aber da er ein ganz feiger Hund ist, mit seinen 500... knapp 75k Flotte immer schön vereint rumfliegt, lässt ihn das mein Gott, mein Hals, lässt ihn das ziemlich offen für Gegenangriffe, und die will ich auf jeden Fall ausnutzen, denn komm, ich lasse mich auf den Schlips treten, so ein Typ bin ich nicht. Aber ich muss es auch wieder zugeben, dass meine Konstruktionsschiffe hier überhaupt nichts mehr zu tun haben. Was ist los hier mit meinem Hals? Ihm gerade ging es doch noch. Wieso habe ich... Achso, ja klar. Das war auch niemand gewesen. Research complete. So, Research complete. Mein Carrier ist endlich fertig. Unglaublich. So, jetzt können wir den Dreadnought machen. Oder aber ich gucke mal hier nach unten. Aha. Von Empire Countermeasures. Damage to Fallen Empire Schiss plus 20%, Damage to Awakened Fallen Empire Schiss plus 20%, alles klar. Ja. Prioritätsforschung, mein Freund. Auf jeden Fall. So. Ship Designer, denn wir haben jetzt einen Carrier. Wo ist er? Da. Einen Carrier haben wir. Genau, den können wir natürlich auch mit L und so weiter ausstatten, ne? Klar, wer würde es nicht tun? Was haben wir denn hier? Hier kann ich nur die Ems nehmen. Ich überlege gerade, was wäre sinnvoll. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Hangars, ist ja klar. Ein paar Ems wären eigentlich nicht verkehrt. Dasselbe nochmal. Und am Stern nehmen wir uns das mal. Dass wir auch eben ein paar planetare Verteidigungen haben. Sollte irgendwas sein. Die noch gegen Mistes und so weiter verteidigen kann. Auf den Ems ist eine gute Frage, was wir nehmen für Waffen. Ob wir Gauss Cannons nehmen oder ob wir die Jungs nehmen. Aber was ist eigentlich besser? 17 bis 53. Lalala, lalala. So. Und jetzt noch die... Wir haben mal die Basic-Dinger. Ist ja auch total scheiße eigentlich, wenn wir nur die Basic-Schiffe haben. Eigentlich sind wir total aufgeflogen. Okay. Wobei, was brauchst du als A, ist die Frage, ne? Ich glaube, Schildkapazität ist schon in Ordnung. So, Zero-Point-Reaktoren. Wow. Ich glaube, wir bleiben dabei, dass du irgendwie ziemlich einfach low bist. Aber vielleicht ändert sich das gleich, wenn ich die besseren habe. Auto-Upgrade, okay. Können wir zumindest schon ein paar von den Dingern bauen. Carrier. Direkt mal erstmal so eine Produktion ausgeben. Dreadnought wäre jetzt auch ganz schön, wenn wir ihn hätten, aber naja. Haben wir noch nicht. Stattdessen zu 20% mehr Schaden auf den Guten hier machen, ist schon mal eine schöne Sache. So. Bleibt zu hoffen, dass der hier nicht die Reichweite hat, um Bessie zu killen. Sollte aber nicht der Fall sein. Und jetzt bleibt die Frage, was macht er? Dreht er sich so instant um? 360? Ah, er greift gerade eine Station an, insofern kann er sie gerade nicht umdrehen. Irgendwo hat er auch Flugzeugträger, das ist ja klar. Weil das sind alles ganz kleine Minischiffe.
Okay, was soll's. Wenn wir bis 20% mehr Schaden machen würden, das wäre schon... Hätte schon was. Wo willst du eigentlich hin? Du willst da hin. An sich reicht wieder so ein kleiner pupiger Pupsschiff, um das Ganze zu klären. Insofern geh mal dahin. Und du gehst mal hier vorne hin. Und danach wenn mal drauf, was passiert. So, was haben wir eigentlich für Trümmer? Advanced Zero-Point-Reaktoren, die haben wir fast durch, Small-Face-Shields und eben diese Kanone. Wo ist die Energiewaffe? Die können wir uns jetzt hier mal rauslasern. Ich frage mich ganz spontan, ob wir vielleicht sogar schaffen können, ihn mal anzugreifen. Okay, für mein Zeitschub ist es auf jeden Fall egal, wenn ich es irgendwie einsetze. Mhm. Ich muss schon zugeben, die KI ist ziemlich gut in Ausbau mancher Sachen. Okay, ich weiß nicht, wie lange jetzt das Kollege hier schon da ist, aber... Ja. Nicht schlecht, ein Pop. Ein einzigen Pop, lol. Advanced Reactors, ja. So, was können wir als nächstes machen? Was könnte helfen? Bessere Sensoren, die werden nämlich gar nicht mehr so verkehrt. Hake mit, das bringt mir wie gesagt einfach noch nichts. X-Ray Laser. Hätte was. Faces Whip, das ist mir egal. X-Ray Laser hätte wie gesagt etwas. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich sinnvoll ist. Wir machen das mit besseren Sensoren, würde ich sagen. Dann ziehe ich wenigstens eine Technik genau die gleich. Na okay, wenn er einen Fehler macht, werden wir den Guten schon killen. Okay. Construction complete. Jetzt sind wir wie gesagt bei dem Punkt angekommen, wo meine Jungs nichts mehr zu tun haben. Construction complete. Wir warten jetzt mal seinen nächsten Ruf ab. Irgendwas hat er vor. Und darauf warten wir jetzt einfach. Okay, dann mit seinen Truppen kann er meinetwegen euch machen. Auch sehr schnell. Jetzt die Frage, wo will er wieder hin? Du sollst mal forschen, ne? Ja, das ist gut. Wir forschen mal schön die Sachen da. Ich bin sehr gespannt, was daraus kommt. Jetzt die Frage, wo will er hin? Mit Glück kann ich den hier abfangen und killen. Was geil wäre? System Survey complete. Weil Ironie-Modus, was ich sehr interessant finde, ist ja... Die Flotte geht los, er bleibt stehen. Und ich kann mir eben so... Ja. Das Rückgrat seiner Eroberungsflotte killen. Einfach so. Aber gut, wir haben auch die Jut-Heimatwelt irgendwo gefunden, hieß es. Und tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen störend ist, aber die will ich ein bisschen kurz suchen. Ob das jetzt wirklich ein Planetensystem ist, das ich gefunden habe? Was ich irgendwie getarnt hat oder so? Das will ich gerne herausfinden. Deswegen muss ich ganz spontan mehr rumgucken, ob hier irgendwas Unidentifiziertes rumeiert. Mein Hals. Nein, ich habe keine Erkältung. Das ist keine Ahnung, was es ist. Was trinken, dann geht es wieder. Scheinbar ist die U-Timer-Feld aber nicht bei mir. Okay. So, gesetzt, wenn irgendwo hier wäre. Im Sinne von, die Welt die ganze Zeit vor unserer Fresse, aber wir haben sie nie gesehen. Ja, seid ihr blind geworden, oder was? Warte, nicht beim Obi, oder was? Nee, nicht beim Obi, bei Obi, what the fuck? Obi doch nicht. Ich meinte bei Fiedemann. Na, Obi, euer Brillendiscount.
An sich könnte ich mal was Neues versuchen. Mal ein bisschen aufdringlich sein. Construction complete. Den gut, wenn wir gleich nuken. Ah, warten, bis der weg ist. Keine Ahnung, was der hier mal wieder macht. Aber schon krass, wie stark seine Schiffe sind. Debris analyzed. Ooh. Na, verpiss dich. Station under attack. Dann wollen wir mal. Er ist jetzt hier mitten in reingejumpt. Okay. Irgendwie geht er nicht ganz systematisch vor, aber ist nicht schlimm. Ist alles okay. System Survey complete. Oh, really? Warum bekommst du nicht direkt von da oben raus? Ach, dann brauchst du noch so lange, bis er von seinen Jump Times zurückkommt. Auch wenn es halt nur ein Schiff ist. Eieiei. Ei, ei. Na gut. Ich weiß nicht, wie ich Scheiße wieder aufbauen. ja. Verzieh es mal wieder hier rüber. Das wäre erstmal ganz gute Arbeit. So kriegen wir nachher noch ein bisschen was mehr über ihn raus. Aber ich lasse ja nicht auf mich sitzen, sondern meinen Planeten zurückerobert. Wo ist die Kampfflotte? Oh, am Deich. Mal gucken, komme ich da noch ran? Ich glaube nicht, ne? Ja, okay, hätte ich mir auch denken können. Da ich direkt von oben platziert wäre. Okay, ich weiß nicht, wohin die fliegt. Das ist ja die andere Sache, ne? Ich hatte ja keine Ahnung, wo ich hinwollen. Ich könnte theoretisch überall hinwollen. Aber ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ach, man ist ja so blöd, wenn ich nicht bekommen würde. Aber es wäre so cool, wenn ich ihn bekommen würde. So, die Kampfflotte ist fertig. Also wir können mal hier ein bisschen Mandate machen. Da gibt es eine Menge Sachen auf jeden Fall. Gut, holen wir unsere Welten zurück. Keine Lust, dass er sich alles zieht. Oh, er hat schon darauf reagiert. Der ist gerade auf dem Weg zurück irgendwie, aber ich weiß nicht genau wohin. Boah, ganz knapp außer meiner Reichweite, ist das schade. Ja, Anomalie immer schön erforschen, Leute. Die Frage ist, wo will er jetzt hin? Will er jetzt die F-Flotte hier aufhalten? Oder was hat er jetzt genau vor? Ich kann nicht sagen.
Hostile fleet engaged. Aber wenn mich wirklich jedes Mal so verarschen lässt. Nur Respekt, dann wird das ein sehr, sehr langer Krieg werden. Und dann meine ich wirklich ein sehr, sehr langer Krieg. Station under attack. Oh. So, ich habe das Gefühl, sie sind sonst gar nicht mal so scheiße, wie ich dachte. Oh. Die 15. Ich vielleicht doch noch bekomme. Wobei, der geht da gegen den Jump Time, ne? Ja. Dann geh erstmal hier vorne hin. Oder am besten direkt da unten. Aber ist egal. Nö, ja, der ist ziemlich angepisst darauf, wenn ich irgendwas versuche kaputt zu machen. Das ist klar, ihn juckt es nicht mehr, wenn ich die Planeten zurückerobere. Ihn juckt es nur, was ich mit seiner Heimat hier mache. Na, ist doch ein bisschen abhängig davon, was? Oh, hat er jetzt meine Flotte erkannt und naja. Naja, der nicht. Ja, wow, so kann ich ihn ja ewig beschäftigen, ganz ehrlich. Hostile fleet engaged. Situation log updated. So kann ich ihn ja ewig beschäftigen, den Guten. Na, lass mich. Construction complete. Also. Construction complete. Toy Factory. Schön. Spielzeug können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Ich meine, hey, wer will keine von Empire Actionfigur haben? Damit finden wir bestimmt raus, wie ihre Schwachstellen sind. Achso, soll ich jetzt was Logisches sagen? Ich meine, ja, das bringt mir gar nichts. Hm. Na, das ist ja da unten rumgammelt. Dann hatte ich noch den Gammler. Das Gammelkollektiv. Construction complete. Glaubt mir, Freundchen, wann kriege ich auseinander? Hostile fleet engaged. Irgendwann kriege ich auseinander. Wenn es 50 Millionen Jahre dauert. Aber dann kriege ich auseinander. Construction complete. Gott, I'm so disappointed. Okay, ich habe nur ein Schiff losgeschickt, ne? Ja, ist trotzdem die beste Art, die man machen kann, ein Schiff jetzt loszuschicken. Warum sollte ich jetzt irgendwas Großes riskieren? Und da meine gesamte Flotte hinjagen. Ich sehe, wie er darauf reagiert. Also versuchen, auf den Gegenangriff seine Welt anzugreifen, ist so eine Lala-Idee. Weil, naja. Er ist davon mega angepisst und schickt direkt alles los. Aber ganz ehrlich, ich kann ihn so Ewigkeiten poken. Jedes Mal, wenn er versuchen will, einen neuen Planeten zu erobern, schicke ich einfach ein Schiff hier rüber und setze ihn wieder zurück, so ungefähr. So ungefähr. Das können wir theoretisch machen, dann wird dieser Krieg ewig weitergehen, weil ich kann schnell genug solche kleinen Schiffe bauen, um ihn durchzunerven. Das geht. Station under attack, wo ist er jetzt wieder? Wo ist er wieder? Ich sehe ihn nicht. Ach, da vorne. Ach, will ich Simpel jetzt krallen, oder was? Gucken wir mal drauf, wenn Simpel krallen will, kann ich mir vor... dann kann er aber hier runterkommen, ne? Da oben eine Flotte gerade rumeiert. Ich will eigentlich die Flotte nicht nur nicht gegen ihn einsetzen.
ist ein bisschen früh. Vor allem will ich gerne warten, bis wir das hier haben. Also, das wäre zumindest mal eine schöne Sache, wenn wir das hätten. 20% mehr Schaden auf den Guten, ja. Ich frage mich, ob der Kurator mir das zu sagen hätte. Vielleicht ja. Vielleicht hätte der Kurator wirklich dazu was zu sagen gehabt. System Survey complete. Ich will, glaube ich, einfach mal eine Landung versuchen will da oben. Im Sinne von kackt doch der Hund drauf. Was will er großartig machen gegen mich? Es sind nur zwei Garnisonseinheiten. Die will ich bestimmt nicht erledigen. Aber ich will gucken, was er jetzt hier macht. Ob er wirklich die Welt erobern will oder ob er jetzt wieder abhaut. Na, er haut wieder ab. Er geht also sein eigentliches Muster nach. Na, toll. Construction complete. Und jetzt landet er direkt vor der Fresse meiner Hauptflotte. Dann würde ich heulen. Construction complete. Wobei, sieht er das mit seinen Sensoren? Construction complete. Da bin ich mir sogar ziemlich unsicher. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, so stark sind die Sensoren gar nicht. Ja, das sind meine Sensoren Stufe 3. Die 4 gehen vielleicht bis hier vorne hin. Oder bis dahin vielleicht. Das sieht er nicht. Sollte er nicht sehen. Na doch nicht, der geht weiter. Okay. Der Plan bleibt derselbe. Herausfinden, wie ich seine Transporterflotte killen kann. Das geht auf jeden Fall. Ich muss nur einen günstigen Moment erwischen. Wenn es halt nur der Moment wäre. Wenn es nur der Moment wäre. Ich muss mehr erwischen als nur Moment. Ich muss wissen, wie er vorgeht. Das heißt, ich muss gucken, welchen vielleicht nur jetzt nächstes, dann muss ich ungefähr erahnen können, welchen er danach holt. Und das alles zu kalkulieren ist nicht einfach. Das ist eine Menge Glückpotenzial auf jeden Fall. Sind meine Schiffe eigentlich geupgradet jetzt auf die neueste Version? Ich meine, mit neuen Schilden und so? Nö. Warum auch? Ach so, Energiemangel. Da war ja wieder was. Wobei, das haben wir jetzt ja auch behoben. Wir haben jetzt ja den Zero Point, den Advanced Zero Point Reaktor. Insofern geht das ja sogar. Das dauert jetzt als nächstes. Ja, das sind zwei Planeten immerhin, ne? Und dann auch eine Sklavenwelt. Er will ja, dass ich am Ende die Sklaverei aufhebe. Was total nett ist, von ihm zu verlangen. Ich meine, hey, ein Typ, der mich versklaven will, will, dass ich die Sklaverei aufhebe. Naja, anscheinend habe ich es nicht richtig gemacht, meint er wohl. Aber ganz ehrlich, was wollen diese zwei Garnisonsviecher eigentlich machen? Was wollen die großartig machen? Auch wenn wir hier Fortifications noch haben. Station under attack. Als ob ich es nicht gewinnen würde. System survey complete. Enemy troops landing. Sieht spontan nach Sieg aus, aufgrund der Fortifications Dauerzeit. Und jetzt die nächste Frage, wie reagiert er darauf? Oder sagt er sich, ist mir scheißegal, weil es ja nicht meine richtige Heimatwelt ist. Aber umdrehen tut er sich jedenfalls nicht, also juckt sie noch gar nicht. Station under und eine Welt von dem Guten erobern, wäre ziemlich cocky. Ich meine, ich könnte es probieren, aber ich weiß, was dann passiert. Er kommt direkt wie ein angepisstes Schwein rübergerannt. Ganz ehrlich, irgendwie mache ich es auch ein bisschen sauer, was das hier passiert. Ich meine, komm.
Ist seine Kampfflotte stärker geworden? Wo ich es daran, weil sein Typ hier einen Stern dazu bekommen hat. Ja, wahrscheinlich deswegen, ne? Ja. Kannst sagen, mehr Schiffe habe ich jetzt nicht gesehen, die auf ihn zukamen. Das wäre auch cool, wenn er so ein Train hier hätte. So ein Hype-Train, den ich einfach nur irgendwann kappen würde. Das wäre genial gewesen, weil ich hätte hier auch seine ganzen Waffensysteme kennengelernt. Weil ich die ganzen Kleinschiffe dann erledigen kann. Ja, das gibt immer. Wo mir zumindest die Welten zurück, die mir genommen hat. Das heißt wortwörtlich, er kriegt keinerlei Fortschritt. So, Gene Warrior Army haben wir. Was ist als nächstes drin? Wir können den Carrier hier machen, was jetzt mal ganz cool wäre. Ich will jetzt mal die regenerative Hüllen machen, weil die sind mal fast durch damit. Und das lohnt sich einfach mal zu machen. Aber ja, Leute. Das könnte ein ziemlich langer Krieg werden gegen das Fallen Empire. Und es wird ziemlich ekelhaft laufen. Im Sinne von, wir warten jetzt einfach die ganze Zeit, bis es irgendwann passiert. Bis ich ihn irgendwann seinen Transportflotte killen kann oder sonst etwas. Die Frage ist aber auch, wo geht er als nächstes hin? Hier vielleicht? Kann nur mutmaßen. Gucken wir einfach mal und reden nicht lange drum herum. Die Frage wäre jetzt auch, meine Schiffe einmal zu upgraden auf die neuen Reaktoren und so weiter, aber ich weiß nicht, ob es wirklich sinnig ist. Weil es kostet ja auch Zeit. Ob ich meine Flotte gerne einsatzbereit halten, sollte irgendwas passieren. Sollte er vor allem trotzdem mal einen Fehler machen oder so. Da will ich eigentlich gerne drauf warten. Am Ende macht er einen Fehler und dann sind meine Truppen alle im Aufbau. Bringt mir ja nichts. Was ist da gerade passiert? Was ist das denn? Truppennachschub? Tatsächlich? Boah, zwei Schiffe, die 39 Chaos machen. Und die sind natürlich so fucking... Wo kommt der auf einmal her, wenn man so fragen darf? Das hat er nicht von seiner Hauptflotte getrennt. Das ist wirklich neu. Wo kommt denn das jetzt her? Wie kam der hier durch, ohne dass ich ihn gesehen habe? Boah, ich hab's aber nicht drauf geachtet, sonst wurde mir gar nicht gesagt. Okay, wir haben zwei Schiffe, die wir uns krallen könnten. Enemy troops landing. Ja, das können wir machen. Lost the invasion. Das könnte man machen. Müssen wir beobachten, was mit diesen zwei Schiffchen hier passiert. Ob er jetzt hier auf Stationenjagd geht und euch irgendwann mal holen kann. Oder ob er sonst was damit macht. Auf jeden Fall, ich will warten, bis seine Hauptflotte so ein bisschen weiter weg ist. Weil, wenn ich jetzt einen Schritt mache und er merkt dann, wo meine Hauptflotte ist und denkt sich dann, ja, die hauen wir jetzt weg, dann war's das. Mit allen gesunden Menschenverstand im Sinne von, es könnte ja klappen. Nee, dann klappt gar nichts mehr. Dann haben wir nämlich endgültig verkackt. Und bis dahin, abwarten, Tee trinken. Aber die kleine Flotte kriege ich... ja klar, davon zitter ich. Das kriege ich geknackt. Das geht. Das ist drin. Enemy planet secured. Ja, aber der will nicht. Der will wirklich seine Hauptflotte damit verbinden. Ja, ich werde ihn noch ein bisschen unzerstörbarer, aber ich habe nicht wirklich vorgehabt, die anzugreifen. Na gut, dann wird der Krieg eigentlich so ablaufen. Wir werden nach unserem Planeten einfach zurückerobern. Gucken, ob ich seine ganze Transportflotte irgendwann mal killen kann. Oh, und dann geht's halt so langweilig weiter. Sorry, aber... Konventionell gewinne ich das nicht. Ja, dann bis zum nächsten Part, ne? Tschüss.